Ja, ein wunderbares Gefühl. Ich glaube, so stellt man sich das vor, wenn man dann reinkommt, dass die Fans natürlich dann noch deinen Namen singen und dich so feiern, ist natürlich, gibt noch mal so einen Extraschub vielleicht. Und ja, war einfach ein schönes Gefühl, mal wieder auf dem Platz zu stehen, und natürlich ein schöner Abend gewesen mit dem Ergebnis dann auch. Ich habe zu vielen Freunden gesagt, ich glaube, an dem Tag hätten echt wenige Mannschaften hier was holen können. Ich glaube, die Stimmung war einfach der Wahnsinn. Selten sowas erlebt. In der Bundesliga ist es extrem gut schon immer, und jetzt haben die einfach nochmal einen Deckel draufgelegt. Einfach der Donnerstagabend, Europa League. Und von daher war es wirklich an dem Tag extrem schwer, hier was mitzunehmen. Und das hat man, glaube ich, auch gesehen, dass die Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute wollte. Natürlich die roten Karten uns auch in die Karten gespielt haben, aber einfach ein Wahnsinnsabend gewesen. Natürlich, wenn du hier für jede Grätsche, für jeden guten Pass, für jeden normalen Pass gefeiert wirst und das Stadion aufsteht, ist das natürlich ein Extraschub, den man bekommt. Und ja, wie gesagt, an dem Abend hier was mitzunehmen, war extrem schwer, glaube ich, weil die Fans einfach eine Wahnsinnsleistung abgerufen haben und wir das auf dem Platz auch rübergebracht haben, und dann ist es wirklich extrem schwer, in Frankfurt Punkte zu holen. Ja, natürlich war es keine einfache Situation. Man muss damit klarkommen. Es ist nicht immer so einfach, wie man das sagt. Deswegen muss man versuchen, stark zu bleiben und im Training einfach weiter Gas zu geben, auch wenn es manchmal schwerfällt, aber sich nicht hängen zu lassen, gerade dann mehr zu machen und einfach jedem zeigen zu wollen, dass man unbedingt wieder auf den Platz zurück will. Und die paar Minuten, die ich jetzt bekommen habe, waren extrem schön für mich, habe mich riesig darüber gefreut. Und ich hoffe natürlich, dass es in Zukunft so weitergeht, dass ich regelmäßig Einsatzzeiten kriege, und alles Weitere werden wir dann sehen. Anders ist immer, jeder Trainer ist anders im Training, ist immer schwer zu beurteilen. Wir spielen sehr viel, machen sehr viele Torabschlüsse, haben einfach das Spielerische viel dabei, natürlich auch taktische Bereiche. Vielleicht ein bisschen mehr Spaß im Training, ein bisschen mehr Lockerheit, ist einfach eine gute Mischung momentan. Ich glaube, man sieht das auch, dass wir extrem viele Tore in den letzten Wochen geschossen haben und da einfach am Training dran arbeiten. Die Jungs haben einfach eine unglaubliche Qualität. Ich glaube, das sieht man Woche für Woche, dass die Mannschaften wirklich nicht in der Lage sind, die Jungs auszuschalten, und dass die Jungs hinten ihre Arbeit da machen und dass die drei vorne natürlich, egal wer da spielt, regelmäßig ihre Tore machen. Das ist absolut top, und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht für die drei vorne, denn wie gesagt, das sind wirklich echte Waffen. Da kann man sich auf jeden Einzelnen verlassen, dass er regelmäßig Tore macht, und wenn das weiter so geht, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Wie gesagt, war es schön, dass ich jetzt dabei war. Ich hoffe natürlich, dass ich mich über Leistung weiter anbieten kann, dass ich die nächsten Wochen auch dabei sein werde, und alles Weitere, was dann passiert, liegt erstmal nicht in meiner Hand, und von daher versuche ich einfach Gas zu geben und dann zu schauen, was passiert.